Willkommen zu Camping und Wohnmobil News und Neuheiten. Alle Links, Foren und Produkte auf Womoblog. In der Folge 5 2022 berichten wir euch wieder über aktuelle Zubehör- und Techniktrends, Highlights aus Foren und Facebook-Gruppen und was uns in den letzten Wochen im Internet so aufgefallen ist. Heute haben wir viele spannende Themen für euch. Wir haben die Magnetgläser von Silvi für euch und schauen sie uns im Detail an. Der Arvinger ist da. Durch einfachen Umbau zur perfekten Trenntoilette. Von Wattstunde gibt es neue Solartaschen. Wir haben die 200-Watt-Tasche hier und erzählen euch, was neu und besser daran ist. Kloflo, biologisch sinnvoll die Campingtoilette betreiben. Von Saarschaum bekommen wir neue Kerne und Auflagen für unsere Matratzen. Camperland ist da und ihr könnt legal freistehen und das Leben in vollen Zügen genießen. Ihr könnt wieder Bücher gewinnen. Aus dem Know-how Verlag gibt es ein Set an Büchern zu Mecklenburg-Vorpommern. Und das Set verlosen wir sogar dreimal an euch, also unbedingt mitmachen. Thema Silberionen und warum sie gefährlich sind. Wir haben das Profi-Interview dazu gemacht. Von euch kam der Tipp mit dem preiswerten Ersatz für den Sogfilter. Wir zeigen euch die günstige Alternative. Robert Wirth zeigt uns seinen Einbruchschutz für Vollintegrierte und von Wick gibt es ein kostenloses Kompendium über Whisky zum Selberlesen oder Verschenken. Und ganz wichtig, habt ihr News und Neuheiten für uns? Produziert vielleicht selbst etwas oder benutzt ein Gadget, von dem ihr der Meinung seid, dass es auch toll für andere wäre? Dann kontaktiert uns am besten per Mail, denn wir sind immer auf der Suche nach News und Neuheiten. Liebe Zuschauer, schön, dass ich euch heute einmal vor der Kamera begrüßen kann. Die Saison startet und viele fragen nach einem Update zu Jürgens Markteinschätzung. Vor einem Jahr hat er den Kollaps erwartet und mancherorts sieht es dieses Jahr danach aus. Schon jetzt in der Vorvorsaison sind Stellplätze ungewöhnlich voll und wer bei Campingplätzen für den Sommer anfragt, erhält zunehmend Absagen. Deswegen haben wir heute auch noch die Alternative Camperland für euch. Alle Links wie immer im Text unter dem Video und auf Womoblog. Da bin ich wieder. Die heutigen News und Neuheiten mache ich mit links. Wenn ich euch einen Rat geben darf, seht bloß zu, dass ihr niemals etwas an der Schulter habt. Das ist wirklich übel und es dauert Monate, bis man sich halbwegs normal wieder bewegen kann. Gut, dass ich euch heute hier nur erzählen muss, den Rest macht glücklicherweise meine bessere Hälfte. Starten wir mit Silvi. Seit über einem Jahr flutet mich Facebook und Instagram mit Werbung zu Silvi. Das sind diese Gläser und Tassen mit Magnet, die sicher im Wohnmobil transportiert werden können, nicht aneinander stoßen und dann klappern oder kaputt gehen, wenn man mal durch ein Schlagloch fährt. Und weil ich nun mal grundsätzlich geizig bin, war natürlich mein erster Gedanke, das muss man doch irgendwie selber machen können, denn ja, die Sets von Silvi sind nicht preiswert. Also habe ich mir solche neumodischen Neodym-Magnete angeschaut. Die haben mindestens die dreifache Haltekraft wie normale Magnete und habe mir dann überlegt, ob man die nicht irgendwie am Glas befestigen kann. Und genau an der Stelle fängt das Geheimnis von Silvi an. Die Macher haben nicht einfach Gläser und Magnete genommen und irgendwie miteinander verklebt. Das wird nicht lange halten, das habe ich mir ganz schnell gedacht. Nein, sie haben die Gläser und Magnete perfekt miteinander verheiratet und das rechtfertigt am Ende auch den Preis. Man sieht das nur, wenn man ganz genau hinschaut. Beim echten Glas liegt der Magnet zwischen zwei Glasschichten. So sieht das zumindest für mich aus. Wie sie das hinbekommen haben, ist mir absolut schleierhaft. Aber der Magnet sitzt eindeutig im Glas. Tolle Sache und bei den Kunststoffgläsern ist das genauso. Und damit wird klar, warum die Gläser und die Tassen und Halterungen so gut halten. Dazu gibt es von Silvi unterschiedliche Unterlagen, auf denen man die Gläser dann fixieren oder anordnen kann. Zum einen diese Matten, die lassen sich mit der Schere ganz individuell nachher für euren Geschirrschrank zuschneiden. Oder diese Metallleiste, die noch viel fester hält, sodass man sie auch über Kopf kleben kann, also zum Beispiel an der Unterseite eines Hängeschranks. Dort ist die Haltekraft dann so stark,
dass die Gläser auch aufgehängt, ja, wenn ein Schlagloch durchfahren wird, nicht herunterfallen. Und das müssen die Macher sich sehr genau überlegt und ausgetüftelt haben, denn bei zu viel Haltekraft reißt euch beim Abnehmen des Glases ansonsten einfach der Stiel vom Glas ab. Also alles ganz schön ausgeklügelt, das Ganze. Der Charme ist natürlich, dass man auf diese Weise den Platz im Kastenwagen und Wohnmobil und Wohnwagen viel effektiver nutzen kann und es sieht noch dazu außergewöhnlich und gut aus. Viel wichtiger aber ist, dass man echtes Glas im Wohnmobil sicher verstauen kann, ohne dass die Gläser kaputt gehen. Wenn ich gern seinen Wein, Prosecco oder das Bier aus einem Plastikbecher trinkt und echte Gläser mitnimmt, der muss ja vor jeder Fahrt seine Gläser schützen. Wir haben früher jedes Glas vor der Abfahrt im Geschirrhandtuch eingepackt. Oder man hat dann spezielle Holzhalterungen oder diese Metallarretierung. Bei Silvi ist das einfacher. Glas auf die Pads oder auf die Platte stellen oder auf die Leiste. Ja, fertig. Auf den Abstand achten, dass sie nicht aneinander kommen und dann bewegt sich auch während der Fahrt nichts. Und es klappert und klingelt nichts. Das klappt übrigens auch perfekt auf einem schwankenden Boot oder auf einem Tablett, so wie hier. Pads aufkleben und die Gläser fallen nicht mehr runter, wenn man sie rausträgt. Diese Pads, Platten und Leisten wiegen natürlich wieder etwas, aber ist ja logisch. Dort muss Metall drin sein. Die Haltekraft ist bei der Platte übrigens deutlich geringer wie bei diesen Leisten. Daher niemals die Matten oder die Pads benutzen, um etwas über Kopf anzuhängen. Von Silvi gibt es mittlerweile die unterschiedlichsten Produkte, nicht nur Gläser und Tassen und Schüsseln, Gewürzgläser und Haken. Da sind tolle Ideen nicht nur für uns Camper, sondern auch für Bootsführer dabei. Dazu gibt es unterschiedliche Sets. In unserem Silvi Einsteiger Set Camping waren zwei Weingläser aus Glas, zwei Kunststoffbiergläser und diese sechs Multicolor mit Deckel. Da hat man dann genügend, wenn mal jemand zu Besuch kommt. Dazu gibt es eine Gelmatte in 40x27. Das Set kostet dann 299 Euro. Für uns haben wir uns dann mal auch ein Set für zwei Personen zusammengestellt, das gut zu uns passen würde. Da wäre auch wieder die große Nano-Gelplatte, ein oder zwei diese Metallleisten, zwei Glas-Weingläser, denn wir hätten es gerne aus Glas, zwei Kristallgläser Bier und sechs Magnet-Kunststoffgläser Longdrink, sollten mal Gäste kommen. Das wäre dann unser Womo-Block-Set. Wem das alles zu teuer ist, der packt weiterhin seine Gläser für jede Fahrt ein. Alle anderen brauchen sich mit Silvi keine Gedanken mehr über ihre Gläser während der Fahrt zu machen. Link zu Silvi und den Sets im Text unter dem Video oder auf womo.blog. Arvinger Kassettentrenntoilette. Von Arvinger gibt es jetzt den Umbausatz für die Tedford C220 und C250 bzw. 260 Serie. Arvinger ist eine feine Schmiede für Individualausbauten von Kastenwagen in Hamburg. Sven Mahn, der Kopf hinter Arvinger, kam schon vor über einem Jahr auf die Idee, aus der normalen Tedford eine Trenntoilette zu bauen. Wir haben damals über die ersten 3D-Druckkassetten berichtet. Nun ist das System marktreif und wir sind wirklich stolz, dass Sven Mahn uns als erstes diese Toilette zum Vorstellen geschickt hat. Und genau wie die Kastenwagen von Arvinger sieht man den Teilen des Umbausets an, dass hier auf Qualität geachtet wird. Das sieht man schon, wenn man sich das alles mal genauer anschaut. Nicht nur, dass das Material besonders dick ist, die Unterseite ist auch nochmal zusätzlich verstärkt. Da passen dann auch nicht ganz so schmale Hansel wie ich auf dieses Klo. Das ist richtig massiv. Vom Look her sieht das doch aus wie Keramik. Richtig handfest. Auch der Behälter für die Fäkalien und der Urinbehälter. Dazu sind alle Teile leicht zu reinigen. Jetzt bin ich gerade etwas gehandicapt und kann euch nicht selbst zeigen, wie man aus der C250 eine Trenntoilette macht. Deswegen haben wir Sven Mahn, den Erfinder der Trenntoilette, zugeschaltet, der uns jetzt mal zeigt, wie man eine normale Toilette umrüstet, um sie mit dem Arvinger Trenntoilettensystem zu benutzen. Hallo Sven, du sagst ja, das ist nicht so schwer. Zeig doch mal, wie der Umbau dann funktioniert. Moin Nadja, moin Jürgen.
Schwierig ist das definitiv nicht. Und Gott sei Dank haben wir gerade ein Kundenfahrzeug hier vor der Tür hinter unserem Kameramann. Und wir werden das jetzt gleich mal einbauen und das Ganze mitfilmen. Ich schraube die obligatorischen 6 Schrauben raus, um die Halterung abzumachen. Das ist das gute Stück. Raus. Du willst das ja vielleicht mal wieder zurückbauen und damit das den Öffner und Schließer von dem Tank nicht berührt, bauen wir jetzt hier die Manschette rum. Zack, das war's. Jetzt bauen wir das Ganze ein, dabei ist zu beachten, dass der Schlauch tatsächlich hier hinten rauskommt. Wichtig ist, dass das jetzt die Manschette, die an dem Teil hier vorbeikommt, und den Schlauch nicht einklemmt. Das ist wie immer wichtig im Leben. Ja, dann drücken wir das Ganze einfach hier rein. Einmal auf der einen Seite, dass es ins Loch reingeht dort, und dann auf der anderen Seite. War doch ganz einfach, Jürgen, oder? Zurück zu dir. Danke, Sven. Nein, das war nicht schwer. Das bekomme ich wahrscheinlich sogar mit einer ganzen und einer halben Hand hin. Ihr seht, ist die Toilette einmal umgerüstet, tauscht ihr einfach die Kassette gegen die Arvinger Behälter aus. Wahrscheinlich werdet ihr dann täglich den Urin leeren. Aber nur alle Woche oder sogar 10 Tage den Feststoffbehälter. Wie das grundsätzlich mit Renntoiletten funktioniert, haben wir ja einmal in einem großen 3-Jahres-Fazit erklärt. Falls euch das Thema interessiert, ich verlinke es euch unten oder auf womo.blog. Klasse ist natürlich, dass man jederzeit die Arvinger zurückbauen kann. Könnte ja wichtig werden, sollte man das Fahrzeug einmal verkaufen wollen. Oder ihr liefert dem Käufer die ausgebauten Teile einfach mit und er kann dann selbst entscheiden, ob er lieber mit Renntoilette oder mit einem Wasserklo unterwegs sein will. Kaufen könnt ihr den Umbausatz Arvinger Kassettentoilette direkt beim Hersteller, wobei ihr aufgrund der Nachfrage euch etwas gedulden müsst. Ihr könnt euch dabei auch nur den Trenneinsatz kaufen und euren eigenen Fäkaleimer oder Urinkanister anschließen. Man kann ja auch zum Beispiel den Urinteil direkt an einen extra Tank setzen. Die Arvinger Umbausätze gibt es ab 649 Euro. Danke Sven Mahn für die Idee und die Umsetzung. Ich bin gespannt, was dir in Zukunft noch alles einfallen wird. Bisschen außergewöhnlich finde ich, dass deine Trenneinsätze eigentlich noch besser aussehen als das Original von Tedford. Alle Links auf womo.blog oder unten im Text. Wattstunde Solarfolder Plus. Da habe ich jetzt was Besonderes und ich bin wirklich glücklich, ein bisschen stolz, dass wir euch heute die nagelneuen Wattstunde Solarfolder Plus präsentieren können. Denn diese neuen Solartaschen bieten jetzt noch mehr Ertrag, sollte einmal ein Teil der Solarzellen abgeschattet sein. Stellt euch vor, ihr steht irgendwo und habt die schönsten Solarpanels auf dem Dach. Wundert euch aber, dass der Ertrag trotz Kaiserwetters nicht so hoch ist. Das hatten wir mal am Bodensee und schuld am geringen Ertrag war damals ein einzelner Ast. Ganz ohne Blätter, wirklich, nur ein einziger. Bei einfachen Solarpanels reicht das aus, um mehr oder minder die Solarzelle auszuknipsen. Das sieht bei dieser Solartasche ganz anders aus. Verbaut sind hier die neuen monokristallinen SunPower Maxeon Zellen der Generation 3. Dazu läuft der Folder unter dem Label High Voltage, also hohe Spannung. High Voltage Zellen versprechen Erträge auch bei ungünstigen Lichtbedingungen, sodass MPPT-Laderegler, also diese Maximal Power Point, optimal nutzen können. Deswegen auch MPPT. Herkömmliche Solarmodule liefern bei ungünstigen Diffuslichtverhältnissen nur noch eine geringe Spannung, die nicht mehr zur Ladung der Batterie reicht. Auch das ist hier anders. Zusätzlich wird durch eine Erhöhung der Zellzahl und die damit einhergehende Vergrößerung der Spannung sichergestellt, dass auch in lichtarmen Jahreszeiten die Spannung ausreicht, um die letzten Sonnenstrahlen in die Batterie zu packen. Und noch ein weiterer Vorteil.
Man kann mit dünneren Kabeln arbeiten, da die Kabelverluste bei höheren Spannungen geringer ausfallen. Und ganz wichtig sind die verbauten Bypassdioden. Bypassdioden werden eingesetzt, um zu verhindern, dass der Strom von gut belichteten Solarzellen schwächere oder teilweise beschattete Solarzellen beeinflusst. Um es mal einfacher auszudrücken, die neuen Solarfolder plus von Wattstunde holen deutlich mehr Energie heraus, auch wenn die Bedingungen nicht optimal sind. Sei es durch diffuses Licht oder durch Abschattung oder im Frühjahr oder Herbst. Das Geniale an Solarfoldern ist ja, dass man sie optimal zur Sonne ausrichtet. Klar lassen wir unsere nicht unbeaufsichtigt stehen, aber zuletzt in Schweden saßen wir am Vormittag am See und hinter uns standen damals die Solartaschen und der Mehrertrag hat uns am Vormittag schon die Batterien vollgeladen. Das Wohnmobil selbst stand unter Bäumen und der Ertrag dort war logischerweise gering. Deswegen ist für uns auch so eine Solartasche die ideale Ergänzung zur fest verbauten Solaranlage. Wenn wir unterwegs sind, legen wir die Taschen vorne hinter die Windschutzscheibe. Ist nicht optimal, aber so pumpen sie noch ein paar Watt zusätzlich in die Batterie. Wir haben übrigens für die Taschen immer einen eigenen Solarladeregler. So beeinflussen sich die Anlagen nicht gegenseitig. Die Wattstunde Solarfolder Plus sind meines Erachtens auch deutlich fester und stabiler. Ganz wichtig, damit sie nicht beim Handling brechen. Das passiert sehr gerne bei billigen Solartaschen. Knack und so eine Zelle ist dann gebrochen. Das sieht man nicht, aber plötzlich hat man weniger Ertrag und weiß einfach nicht warum. Die Taschen sind dazu aus einem robusten Cordura-Gewebe und halten auch einiges aus. Ständig im Regen sollte diese aber trotzdem nicht stehen lassen. Die 200 Watt Tasche, die wir jetzt hier haben, wiegt 6,8 Kilo, kostet 489 Euro. Vielleicht noch ein Wort zur Wattstunde. Wattstunde sitzt im schönen Lüneburg und baut nicht nur für Wohnmobile und Camper Solaranlagen, sondern entwickelt auch autarke Solarsysteme zur Versorgung von abgelegenen Bushaltestellen, Messstationen, Parkscheinautomaten, Straßenbeschilderungen, ja, Verkehrstechnik und so weiter. Wattstunde Solar Plus verlinke ich euch unten oder auf womo.blog. Kloflo. In den letzten Sendungen haben wir oft, sehr oft über Trenntoiletten gesprochen. Dabei fahren die allermeisten von euch mit den normalen Wasserklos in euren Campern durch die Gegend. Und ein wichtiges Thema ist für viele von euch dann die Sanitärchemie. Uns hat dabei immer genervt, dass diese grünen und rosa Flüssigkeiten einen üblen künstlichen Veilchen- und Rosenduft verbreiteten. Das hatte immer irgendwie was von Dixie-Klos bei der Kirmes. Jetzt hat uns Andreas Kühn sein Kloflo zugeschickt. Und wir haben Freunde gebeten, es auszuprobieren. Kloflo ist völlig anders als alle Mittel, die ihr sonst kennt. Denn in der Flasche lebt es und das kümmert sich in eurem Klo um alles Weitere. In Kloflo sind Mikroorganismen. Diese Mikroorganismen bauen die Fäkalien und den Urin ab. Ja, selbst das Toilettenpapier wird abgebaut. Ganz ohne Chemie. Ähnlich wie die Mikroorganismen in einer Kläranlage verspeisen diese Mikroorganismen einfach die unangenehmen Sachen. Und das vollkommen unbedenklich. Deswegen finde ich auch den Slogan von Kloflo so passend. Kloflo macht das Klofro. Oh Gott, nochmal. Kloflo macht das Klofro. Jetzt passt's. Schauen wir uns mal die Werbeaussagen an. Ohne schädliche Auswirkungen auf die Umwelt. Logisch, da nur auf biologischer Basis. Herkömmliche umweltschädigende Chemikalien werden überflüssig. Das finde ich schon mal sehr gut und ist damit auch unbedenklich für jedes Klärwerk. Gefahrlose Handhabung, sparsam im Gebrauch, finde ich ganz wichtig und schont den Geldbeutel. Ersetzt Produkte auf Basis von Formaldehyd und Ammoniumverbindungen. Kennzeichnungsfrei, biologisch leicht abbaubar, unschädlich für Wasserorganismen und Kläranlagen. Und das ist doch das entscheidende Argument eigentlich. Nicht nur, dass manche Campingplätze Chemie im Klo verbieten, wir wollen doch eigentlich alle die Umwelt schonen. Deswegen ist Kloflo auch mit dem blauen Engel ausgezeichnet. Und das soll ja mal was heißen. Kloflo gibt es für 19,49 Euro im Wischmob-Shop, verlinke ich euch im Text oder auf Womo-Blog. Ach ja, und was haben unsere Freunde jetzt erzählt? Die waren als erstes mal schon angetan vom Geruch. Nicht so nervig und aufdringlich. Und beim Entleeren sagte der Klaus, Jörg, ich habe deinen Namen jetzt extra wie besprochen geändert. Also, der Klaus
sagte, es sei alles sehr dünn und flüssig und zerfallen gewesen. Dabei hat er nur 50 Milliliter davon in die Kassette eingebracht. Ganz wichtig, dass sie die Flaschen nicht verunreinigt, denn damit zerstört ihr unter Umständen die Mikroorganismen, die in der Flasche leben. Also ein Schnapsglas zum Abmessen und ab ins Klo. Aber niemals wieder etwas zurück in die Flasche schütten. Und auch ganz wichtig, ihr dürft auf keinen Fall fremde Reinigungsmittel im Klo zusätzlich benutzen. Oder Chlor oder Zitronensäure. Das zerstört natürlich die Mikroorganismen, die ihr mit Kloflo in die Kassette eingebracht habt. Einfach nur Kloflo und gut ist. Wenn ihr Kloflo das erste Mal anwendet, dann die Kassette mindestens dreimal gut spülen und dabei schütteln, damit keine alten, fremden Chemierückstände in der Kassette bleiben. Das zerstört ansonsten, wie gesagt, die Bakterien und dann funktioniert es nicht. Kloflo gibt es im Wischmopp-Shop bei Fritz Berger und bei Amazon habe ich es aber auch schon entdeckt. Verlinke ich euch, wie immer, unten im Text. Saarschaum. Wir haben Matratzen, die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ist ja immer peinlich, wie alt die dann im Endeffekt sind, deswegen sage ich euch das jetzt lieber nicht. Aber ihr kennt das ja, oder? Auf jeden Fall merkt man irgendwann, dass sich Kuhlen bilden oder die Auflage hart wird, die Schultern morgens schmerzen und der Rücken wehtut. Nun sind unsere Matratzen eigentlich noch in Ordnung, also außen herum, diese Hülle oder wie man dazu sagt. Sieht noch richtig gut aus. Und deswegen haben wir uns gedacht, sind wir doch mal nachhaltig und kaufen nicht gleich eine ganz neue Matratze, sondern tauschen nur den Kern. Oder besser gesagt, die Kerne, denn wir haben auch nicht nur solche festen Matratzen, sondern auch weichere Topper. Und deswegen sind wir zu Saarschaum gekommen. Das ist eine Firma, die, wie der Name schon sagt, Schaum herstellt. In allen Farben und Formen, wobei natürlich nicht die Farbe, sondern die Festigkeit wichtig ist und dass der Schaum diese Form auch lange hält. Saarschaum hat sein Werk zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern in Kirkel-Altstadt. Und solltet ihr dort einmal hinfahren, nicht weit weg ist die sehenswerte Klosterruine Wörschweiler. Aber das jetzt nur so am Rande. Auf jeden Fall kamen wir mit Tina Uhl ins Gespräch und haben schnell kapiert, dass Saarschaum nicht nur für Camper produziert, sondern für Wohnmobile, Wohnwagen, Boote, Outdoor, Palettenpolster, ja natürlich alle Arten von Matratzen. Und das Besondere ist natürlich, dass sie für jede Form und sei sie noch so ungewöhnlich, eine Lösung haben. Habt ihr Rundungen oder Ecken? Saarschaum hat die Lösung. Es wird jetzt den Rahmen sprengen, euch das alles zu zeigen, was sie so haben und wie das dann funktioniert. Deswegen schneiden wir gerade noch einen längeren Film, den wir euch in Kürze zeigen wollen. Für heute nur so viel. Ihr liefert die Maße und lasst euch beraten über Festigkeit und Form und dann erstellen die Profis für euch die perfekte Lösung. Dauert dann nicht lange, dann kommt ein riesiges Paket mit eurem Schaum. Echt genial. Viel Weihnachten. Für uns gab es eine harte Matratze und weiche Topper. Ich mag es gern hart, Nadja liebt diese anschmiegenden Topper. Und weil die Bezüge bei uns noch in Ordnung sind, tauschen wir den alten Schaum einfach gegen den neuen Schaum aus. Die Bezüge frisch aus der Waschmaschine, ja, dann sehen auch die fertigen Matratzen wieder wie neu aus. Preise sind natürlich sehr individuell. Bei uns hat der Topper pro Quadratmeter 59 Euro und die Matratze 128 gekostet. Da habt ihr jetzt mal eine Orientierung. Und wenn ihr den Schaum als Trapez braucht oder rund, dann ist das für Saarschaum überhaupt kein Problem. Schnipp, schnapp und schon sind die Schaumstoffe auf eure individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Geniale Maschine. Den Link zu Saarschaum findet ihr im Text oder auf womo.blog. Tina hat uns perfekt am Telefon beraten. Ihr könnt natürlich auch ins Werk fahren, dann macht ihr am besten einen Termin aus. Und wenn ihr genauso unsicher seid wie wir, welche Festigkeit ihr wollt, es gibt Dutzende von unterschiedlichen Varianten und deswegen ist es wichtig, sich beraten zu lassen. Nur so viel, es gibt keine Härtegrade und den Rest erklären wir euch im nächsten Video. Saarschaum bettet euch in Zukunft wie auf Wolken. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächsten Nächte im Wohnmobil. Und den kompletten Clip haben wir in Kürze für euch auf Womoblog. Links dazu und zu Saarschaum unter dem Video und naja, ihr wisst schon. Camperland? Kennt ihr schon Camperland? Vor einem Jahr haben wir Vanlife Location ausprobiert, die sich nun umbenannt haben in Camperland. Camperland ist eine Plattform, die private Besitzer einer Wiese, eines Gartens, eines Waldgrundstücks oder Weihers
Ja, und uns Camper zusammenbringt. Ganz individuell und exklusiv. Dort steht ihr dann nicht mit x anderen auf der Wiese, sondern der Platz ist oft für die Mietzeit nur für euch alleine. Da gibt es Durchreiseplätze an der Autobahn bis hin zu hochgelegenen Stellplätzen über dem Tal mit Sauna in der Nähe. Oder ein kleiner privater Stellplatz am Bioladen. Manchmal kommerziell, häufig mit Familienanschluss und Abenteuergarantie. Dementsprechend sind auch die Preise. Das geht von günstig bis exklusiv. Jeder so, wie er es mag. Allen gemeinsam ist, dass man über Camperlet angemeldet sein muss und die Kommunikation und Buchung darüber abläuft. Man sucht sich auf der Landkarte den Ort aus, bekommt die Beschreibung und kann dann buchen. Meist kann man bis 7 Nächte dort bleiben. Dann bekommen auch andere die Chance für das Kleinod. Es gibt aber auch Plätze, da geht es deutlich länger. Umgekehrt könnt ihr euch auch selbst als Gastgeber dort anmelden, solltet ihr einen entsprechenden Platz bieten können. Rechtlich und steuerlich berät euch Camperland, ob euer Platz geeignet ist oder nicht und ja, wie das mit der Buchung und Abrechnung dann läuft. Wie hat es funktioniert? Wir haben uns den Platz im Odenwald über die Plattform angeschaut. Gefallen hat uns dabei, dass ein Lagerfeuer dabei war und sogar Holz zur Verfügung stand. Der Termin war frei, schnell gebucht. Eine Mail von der Vermieterung bekommen, ja, in der dann die Zufahrt und die genaue Location erklärt wurde. Und vor Ort haben wir uns dann noch nicht mal gesehen, da die Abrechnung automatisch erfolgte. Das war gerade in Corona-Zeiten genial. Vor Ort war Nadja total begeistert, denn wir standen total frei und fühlten uns geborgen, denn es war ja erlaubt und wir brauchten keine Angst haben, dass jemand kommt und uns davonjagt. Grandios war dann, dass das Areal riesig war. Das Lagerfeuer flackerte dann direkt vor unserer Tür und wir konnten am nächsten Tag direkt von unserem Kleinod aus loswandern oder eine Biketour starten. Und nach einem tollen Tag kamen wir gegen Abend wieder ins traute Heim. Sogar mit den Nachbarn hatten wir nette Gespräche, die sich freuten, dass Leute mal zu Besuch waren. Beim zweiten Mal standen wir in der Pfalz hinter einer Wohnsiedlung auf der Wiese. Ja, auf der einen Seite quasi die Häuser, auf der anderen dafür nur Felder, soweit das Auge reichte. Und so ist das bei Camperland. Ihr steht quasi bei Freunden und ganz ohne schlechtes Gewissen in der freien Natur. Gefällt uns ausgesprochen gut und die Plattform und die Abrechnung hat perfekt funktioniert. Und ja, manche Plätze waren uns zu teuer, aber die Geschmäcker sind nun mal verschieden und der Markt macht den Preis. Ganz wichtig, ihr müsst autark sein. Kann sein, dass es keinen Strom, kein Wasser, keine Entsorgung gibt. Euren Müll nehmt ihr selbstverständlich wieder mit. Am besten müsst ihr das vorher und hinterher erledigen. Vor Ort dürft ihr nicht damit rechnen. Manchmal bietet man auch Wasser oder Strom an, aber das ist nicht immer so. Steht aber meistens in den Beschreibungen drin. Ganz wichtig, verlasst den Platz so sauber, wie ihr ihn selber gerne vorfinden würdet. Dann haben wir alle noch viel Spaß an Camperland. Link auf Womoblog, ja, oder unten im Text. Know-how-Bücher. Wir haben wieder eine Verlosung. Nun schieben wir die Verlosung dreier Buchpakete ein. Und es lohnt sich heute mitzumachen. Der Know-how Verlag hat uns ein Paket zum Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern geschickt. Kein Bundesland hat uns in den letzten Jahren so überrascht wie MacPom. Vor 25 Jahren waren wir einmal im Sommer oder im ganzen Sommer sogar in Neustrelitz. Das war echt nett. Nadja hat es super gefallen. Ich war nicht ganz so überzeugt. Ja, und so hat es bis vorletztes Jahr gedauert, bis wir wieder dorthin fuhren. Und was sich in dieser Zeit alles getan hat, ist wirklich gigantisch. Fahrradwege vom Feinsten, tolle Restaurants, Naturschutzgebiete, Ausflugsziele, Kanutouren, Eventveranstaltungen. Wow! Und dazu die einzigartige Natur, die 1000 Seen und Kraniche, Seeadler, Rehe, überall nette Menschen. Genug geschwärmt? Folgende Bücher könnt ihr gewinnen. Die schönsten Routen durch die Mecklenburgische Seenplatte von Silke Lier und Achim Rümmler. Damit habt ihr fertige Touren oder stellt euch euren eigenen Roadtrip zusammen mit Stellplatz-Tipp und Sehenswürdigkeiten. Dann Inseltrip Rügen von Anne Kirchmann und Thomas Morgenstern. Damit lässt sich Deutschlands größte Insel perfekt erleben. Und unser Geheimtipp Inseltrip Usedom von Martin Brandt und Anna Brixer. Mit diesem Buch waren wir zuletzt auf Usedom. Die Insel ist ein Traum. Am besten in der Vor- oder Nachsaison hinfahren. Und wenn ihr in MacPom seid, dann müsst ihr unbedingt aufs Wasser. Kajaks oder Kanus kann man an jeder Ecke mieten und mit dem Buch Wasserwandern in MacPom und Brandenburg
von reiner Höhe habt ihr den perfekten Begleiter. Was müsst ihr tun, um zu gewinnen? Ihr schickt eine E-Mail mit dem Betreff Reise-Know-How-Verlag an die E-Mail-Adresse gewinnspiel@womo.blog. Im Text muss euer Name und eure Adresse stehen. Diese Adresse geben wir dann im Rahmen des Gewinnspiels an den Know-How-Verlag weiter, sofern ihr gewonnen habt. Der Einsendeschluss ist der 31. Mai 2022. Die Gewinner werden ausgelost und werden per Mail benachrichtigt. Eine Bauszahlung der Gewinn ist ebenso wie der Rechtsweg ausgeschlossen. Muss man ja heute immer dazu sagen. Wir hoffen, euch gefallen unsere Gewinnspiele und wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich beim Know-How-Verlag über die tollen Bücher und die nette Zusammenarbeit. Wie gesagt, wir verlosen 3 Pakete. Ihr habt also gute Chancen, was zu gewinnen. Silberionen-Interview. Silberionen sind seit Jahren ein Streitthema. Kaum kommt man auf das Thema Trinkwasser im Kastenwagen, Wohnwagen oder Wohnmobil, ruft schon jemand Silberionen. Dabei sind Silberionen längst verboten, zumindest im gewerblichen Bereich. Und es verwundert schon sehr, dass Privatleute nach wie vor dazu gedrängt werden, Silberionen in den Tank zu schütten und die das auch fleißig machen. Die Campingshops sind voll von Mittelchen und Präparaten. Deswegen hatten wir ein ausführliches Interview mit einem Mikrobiologen, der davor warnt und eindeutig erklärt, um was es geht und was Silberionen so gefährlich macht und weswegen der Gesetzgeber das im öffentlichen Wasser verboten hat. Den Clip verlinke ich euch hier oben oder ihr schaut mal auf Womo-Blog oder unten im Text. Fakt ist, dass die Dosierung fragwürdig ist, die Grenzwerte schnell überschritten werden, damit es überhaupt einen Teil der Bakterien abtötet oder viel besser, die Wirkung einfach ausbleibt. Dass es besser, gesünder und sinnvoller geht, werden wir euch in Kürze in einem Interview mit einem weiteren Experten zeigen. Silberionen gehören nicht in den Tank unserer Camper. Schaut euch am besten den Clip gleich mal an. Diebstahlschutz, voll integrierte. Robert Wirth hat einen Detlefs voll integrierten und hat mir seine einfache Do-it-yourself-Lösung für einen effektiven Einbruchschutz geschickt. An den Schlössern hat er, sofern noch nicht vorhanden, in die Sperrriegel Löcher gebohrt, in der er einen Stift oder Nagel oder Körner hineinsteckt. Das blockiert den Mechanismus und so lässt sich das Schloss nicht mehr öffnen. Ganz einfach und effektiv. Ja, ich weiß, was jetzt einige von euch denken, dann schlägt der Dieb halt die Scheibe ein oder flext die ganze Tür ab. Aber es geht ja auch darum, es den Dieben nicht so einfach zu machen. Wenn er dann hier rein will, dann ist das nur mit viel Lärm verbunden und das kann ja wichtig sein, wenn man in seinem Liner ganz, ganz hinten im Bettchen liegt und nicht mitbekommt, was vorne abgeht. Ich finde die Idee super. Danke, Robert, fürs Teilen deiner Idee. Die Bilder in hoher Auflösung stelle ich euch auf Womo-Blog. Sog. Sog-Ersatzfilter. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir vor ein paar Monaten über die gewaltigen Preissteigerungen bei den Sog-Filtern berichtet hatten. Im Anschluss an die Sendung haben uns dann viele ihre Lösung dazu geschildert. Häufig waren das Kohlematten, wie man sie für Dunstabzugshauben benutzt. Passend zurechtgeschnitten und in die Halterung des Sogfilters eingelegt, funktioniert das wunderbar. Fast identisch zu den Originalfiltern ist aber ein Produkt bei Amazon. Universal Filtersekt Aktivkohle läuft auch unter Rauchfilter. Für 11,99 Euro bekommt man diese 6 Filter mit einem Cuttermesser zusammengeschnitten, werden daraus 2, ja vielleicht sogar 3 Filter für die Sog. Sehen nach Tutsu von der Struktur aus wie die Originalen, also nur zuschneiden muss man sie noch. Link auf womo.blog oder unten im Text. Wick.de. Trinkt ihr Whisky oder kennt jemand, der Whiskytrinker ist, dann könnt ihr derzeit bei wick.de ein tolles Buch kostenlos bekommen. Als PDF hatte ich das schon mal vorgestellt. Unfassbar, dass dieses Kompendium kostenlos ist. Als PDF war das schon toll. Aber jetzt könnt ihr es auch als echtes Buch in Händen halten. Müsst dann nur das Porto zahlen. Und das Buch hat es wirklich in sich. Bei einigen Destillen war ich schon selbst und die Autoren beschreiben nicht nur die Geschichte jeder einzelnen Destille und im PDF sogar jeden einzelnen Whisky, sondern warten auch mit netten Geschichten und extrem viel Wissen zum Thema auf. Ich liebe dieses Buch. Wick.de Whiskybuch verlinke ich euch wie gewohnt. Das war's. Jetzt sind wir wieder am Ende angekommen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Clip gefallen.
dann gebt uns ein Like, abonniert natürlich unseren Kanal und besucht unser womo.blog. Da warten viele Produkte, Selbstbauanleitungen und Reiseberichte auf euch. Schreibt uns doch einen Kommentar, diskutiert mit uns. Wir freuen uns über jede Mail. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Im Juni setzen wir mit den News und Neuheiten aus. Im Juli sind wir wieder für euch da. Bis zum nächsten Mal. Hoch die Tassen.